Lange bevor die Türen sich öffnen, stehen sie und warten. Münchner Hofbräuhaus am Abend. Viele Obdachlose der Stadt freuen sich auf ihr Weihnachtsfest. Gruppenfoto der 100 freiwilligen Helfer. Das Interesse an diesem Abend ist auch bei ihnen so groß, dass nicht jeder dabei sein kann. Sie aber sind dabei, Gedränge beim Einlass. Die Zahl der Obdachlosen in München hat auch dieses Jahr wieder zugenommen. Die Situation war geprägt davon, dass die Zahl der wohnungslosen Menschen in München gestiegen ist. Zum Ende des Jahres haben wir über 6.000 wohnungslose Personen in München, die in Notunterkünften untergebracht sind. Und was mir eher beunruhigt, ist auch, dass die Zahl der Kinder unter 18 Jahren stark gestiegen sind. Circa 1.500 Kinder unter 18 Jahren sind mittlerweile im Bereich der Wohnungslosigkeit. Persönliche Begrüßung der Gäste durch die freiwilligen Helfer der katholischen Männerfürsorge. Für viele der Gäste ist dieser besinnliche Abend so etwas wie der Höhepunkt des Jahres. Und die freiwilligen Helfer opfern für sie das Fest im Kreis ihrer Familien, Dienst am Nächsten. Sie servieren Getränke und eine warme Mahlzeit. Heute Frikadellen mit Kartoffelpüree. Zum Schluss gibt es für jeden Teilnehmer einen Rucksack mit Präsenten, finanziert aus Spenden.